Du bist auf einer Party, auf einer Veranstaltung mit vielen Menschen und auf einmal küsst du leidenschaftlich einen wildfremden Menschen. Ob das jetzt eine gute Entscheidung war, das wird sich später herausstellen, auch für deine Zähne. Weil es lauert da eine völlig unterschätzte Gefahr. Küss nicht jeden, sei vorsichtig, wen du küsst. Warum? Das erkläre ich dir jetzt in diesem kurzen Video. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Ja, zu Anfang will ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, ich erinnere mich dabei an eine junge Frau. Sie war Mitte, Ende 20, kannte sie so ein bisschen und sie hatte mal tipptopp Zähne. Und dann kam sie zu mir zur Kontrolle und ich habe gesagt, hey, vier Löcher. Und habe mich so zurückgerollt und habe gesagt, wen küsst du denn? Panik, ja, große Augen, bisschen knallrot geworden und fühlte sich leicht ertappt. Und ich dachte mir so, okay, einmal ins Schwarze getroffen. Warum? Schau, das, was viele unterschätzen, ist, und ich verlinke dir unter diesem Video mal eine Studie aus den Niederlanden, dass bei einem intensiven, leidenschaftlichen Kuss von mindestens 10 Sekunden, pass auf, sei wachsam, 80, und ich wollte das auch erst nicht glauben, ne? Nicht 1000, nein, 80 Millionen Bakterien hin und her transportiert werden. Wahnsinn, oder? So, und das ist etwas, was viele völlig unterschätzen. Was war dieser jungen Frau jetzt passiert? Ja, sie hatte so ein bisschen, war auf der Suche nach einem neuen Partner und hat wahrscheinlich so ein bisschen rumgeknutscht. Ja, viele von euch kennen das vielleicht. Dann kann es schon mal sein, dass du vielleicht auch jemanden küsst, ja, der irgendwie Probleme mit den Zähnen hat. In diesem Video möchte ich dir einfach so ein bisschen die Augen öffnen, dass du darauf achtest, wen du küsst, wenn dir deine Zahn- und Mundgesundheit echt wichtig ist. Egal, worum es geht, ob es um Karies geht, ob es um Zahnfleischentzündungen, Erkrankungen geht. Das hat alles was mit Keimen und Bakterien zu tun, die wir halt, ja, die wir austauschen beim Küssen. Und das ist etwas, was viele halt nicht wissen. Und wenn wir jetzt einfach sagen, wir wählen einen Partner aus und haben ihm, erster Tipp, schau ihm mal richtig in den Mund. Ja, der hat vielleicht irgendwo kaputte Zähne, Karies, eine Zahnfleischentzündung, weiß es vielleicht selber gar nicht. So, und er küsst dich jetzt und es setzen sich irgendwo Keime fest, weil du vielleicht auch Ecken und Nischen hast, wo die sich einfach festkrallen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und du vielleicht auch gerade so ein bisschen von deiner, ja, von deiner Stärke, deiner Immunantwort darauf nicht richtig reagieren kannst. Schwuppdiwupp sind da Löcher, wo man bei dieser Patientin, das war ich überhaupt nicht gewöhnt, weil sie hatte nie Löcher. Und da war das für mich wirklich so ein, sage ich mal, so ein Hinweis, dass ich sage, achte bitte darauf, wen du küsst. Und in dieser Studie geht es weiter, dass man festgestellt hat, dass Paare, die sich über Jahre kennen und regelmäßig küssen, sage ich jetzt mal, kommt das bei Paaren noch vor? Kurzer Scherz am Rande. Ja, natürlich. Da hat man einfach festgestellt, dass diese Paare eine völlig gleiche Mundflora haben. Ja? Und deswegen ist es in meinen Augen auch so extrem wichtig, dass du einfach weißt, wie ist die Gesundheit deines Partners, Partnerin, was die Zahn- und Mundgesundheit angeht. Weil ich finde es nichts frustrierender für jemanden, der vielleicht irgendwo sagt, ich greife meine Zähne wieder an, ich möchte ein bisschen gesünder das alles haben. Und der gibt zum Beispiel morgens beim Zähneputzen echt Vollgas. Und der Partner, der schlurrt so vor sich hin. Deswegen ist es bei mir zum Beispiel in der Praxis auch extrem wichtig, immer der Hinweis zu geben, sieh das Ganze wirklich als Partnerbehandlung und schau, dass ihr beide zusammen irgendwie die Zahn- und Mundgesundheit auf einem gesunden, guten Level haltet. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel neu zusammengekommen seid und der eine hat vielleicht ein bisschen schlechtere Zähne in Anführungszeichen und da muss was gemacht werden, dann push ihn einfach, nimm ihn an die Hand, sag, komm, wir nehmen das jetzt als Partnerbehandlung an. Und wenn du selber nicht weißt, was bei so einer Zahnreinigung dich vielleicht so ein bisschen unterstützen kann, wo wir dir viele Tipps und Tricks zeigen, wie du deine Mundgesundheit verbessern kannst und du sagst, was erwartet mich eigentlich bei der nächsten Prophylaxe, dann klicke hier auf dieses Video, wo ich dir zeige und sage, kann ich danach eigentlich noch zur Arbeit gehen. Bis dahin.